All stop, now! Oh my God. Get us out of here. They've got us pinned against the skull. I am Arkham. Surrender or burn. Please, you're not really going out there on your own. Mass Effect Andromeda ist wohl eines der meisterwarteten Spiele des Jahres. Es soll das größte, ambitionierteste und umfangreichste Mass Effect der Reihe sein. Auch wenn es recht wenig mit den vorherigen Teilen zu tun hat, war der Hype vor Release gewaltig. Ich bin Fabrizio vom MMOGear YouTube Team und ich werde in diesem Test klarstellen, ob das Spiel dem Hype gerecht wird oder ob sich Mass Effect Andromeda doch eher als Enttäuschung entpuppt. Einige streben nach der Entdeckung. Fangen wir wie immer mit der Story an. Da das Spiel einige hundert Jahre nach den Geschehnissen der vorherigen Teile spielt und wir es mit komplett neuen Charakteren in einer neuen Galaxie zu tun haben, ist das Spiel vor allem für Neueinsteiger der Serie gut geeignet. Man muss die vorherigen Teile also nicht gespielt haben, um die Handlung zu verstehen. Auch wenn wir rein theoretisch im Editor unseren eigenen Charakter zusammenschustern können, habe ich mich einfach dazu entschieden, das Spiel als einen der zwei vorgegebenen Charaktere zu starten. Warum? Ganz einfach. Sowohl die männlichen als auch die weiblichen Presets sehen echt grenzwertig aus. Auch wenn sich hier viel rumspielen lässt und man sicherlich einen halbwegs soliden Charakter erstellen kann, finde ich den Editor eher unnötig. Bei den vorgegebenen Charakteren handelt es sich um die Zwillinge Scott und Sarah Ryder. Auch wenn es bei ihnen ebenfalls einiges zu kritisieren gibt, dazu später mehr, sehen sie meiner Meinung nach dennoch besser aus, als ich es selbst im Editor hinkriegen würde. Ich habe mich letztendlich für Scott entschieden und somit meine Reise in die Andromeda-Galaxie begonnen. Die Handlung beginnt damit, dass die Menschen und sämtliche andere Spezies aus der Milchstraße die sogenannte Initiative gegründet haben. Die Initiative hatte das Ziel, die Milchstraße, also unsere Galaxie, zu verlassen und zur Andromeda-Galaxie zu reisen, um eine neue Heimat zu finden. Da die Andromeda-Galaxie nicht gerade um die Ecke liegt, dauerte die Reise etwa 600 Jahre. Also wurden die Passagiere in einen Kryoschlaf versetzt, um die Reise unbeschadet zu überstehen. Als wir aus dem Kryoschlaf geweckt werden, machen wir uns gleich an die Arbeit. Unser Vater ist nämlich der Pathfinder und wir sind in seinem Trupp. Der Pathfinder ist darauf spezialisiert, neue Planeten zu erforschen und den Erstkontakt mit unbekannten, intelligenten Lebewesen herzustellen. Jedoch erschwert sich die Situation schlagartig, als wir zu nah an die sogenannte Geißel kommen. Die Geißel ist eine Anomalie aus dunkler Materie, welche sich fast über die gesamte Galaxie erstreckt. Keiner weiß so richtig, was es damit auf sich hat und ob sie natürlichen oder künstlichen Ursprungs ist. Jedenfalls wird schnell klar, dass Raumschiffe und andere elektromagnetische Geräte gestört werden oder sogar ausfallen, wenn sie sich zu nah an der Geißel befinden. Nach einer Bruchlandung suchen wir den Rest unserer Besatzung und stoßen dabei auf die Cat. Dies ist eine feindselige Spezies, welche sich nicht zu einem Gespräch überreden lässt, sondern gleich das Feuer eröffnet. Nachdem wir unseren Vater gefunden haben, betreten wir mit ihm eine uralte Stätte, welche so einige Geheimnisse birgt. Ich will nicht zu viel verraten, jedoch wird durch einige Umstände die Rolle des Pathfinders an uns übergeben. Und somit werden wir mit der hochentwickelten KI namens Sam verbunden. Kurz gesagt hilft sie uns beim Erforschen der Umgebungen und sorgt dafür, dass wir nie mehr ein Lexikon aufschlagen müssen. Vielmehr möchte ich aber von der Story nicht preisgeben, um Spoiler zu vermeiden. Ich kann aber sagen, dass die Story zum Großteil überzeugt, auch wenn es zwischendurch die ein oder andere Durststrecke gibt. Dafür sind sowohl der Anfang als auch das Ende sehr gut inszeniert und auch zwischendrin gibt es einige nette Twists und Entwicklungen, die uns bei der Stange halten. Die Charaktere sind größtenteils solide. Da wir meistens mit unserer Crew unterwegs sind, sind jede Menge optionaler Gespräche und begleiterexklusive Quests vorhanden. Somit können wir viele der Charaktere besser kennenlernen und ja, auch Romanzen sind natürlich möglich. Auch wenn einige der Protagonisten zugegeben sehr klischeebehaftet sind, war ich überrascht, wie komplex manche Storystränge einzelner Personen verlaufen. Zudem werden wir des Öfteren mit moralischen Zwiespälten konfrontiert und müssen schwere Entscheidungen treffen, welche sich auf den Verlauf der Geschichte auswirken. Doch hiermit möchte ich nun wirklich die Story abschließen, sehen wir uns mal das Gameplay an. Im Grunde können wir tun und lassen, was wir wollen, jeder kann sich das Spiel seinen eigenen Prioritäten und Präferenzen anpassen. Sofern es sich nicht um Hauptquest handelt, können wir so ziemlich alle Tätigkeiten nach Bedarf abarbeiten oder einfach links liegen lassen. Doch eins nach dem anderen. Sobald wir uns mit unserer Crew in unser Raumschiff begeben, ist es sinnvoll, die verschiedenen Sonnensysteme in der noch unerforschten Andromeda-Galaxie zu erforschen. Dafür düsen wir einfach zum entsprechenden System und können dort die Planeten scannen. Manchmal stoßen wir dabei auf Anomalien wie Erzvorkommen, Trümmerteile oder andere Sehenswürdigkeiten. Im Laufe der Story können wir auch auf einer Handvoll Planeten landen. Dort angekommen gilt es, den Planeten so gut es geht zu erforschen. Das geht am besten, wenn wir in unseren Nomad steigen und die Spielwelt erkunden. Zusätzlich ist es nützlich, mit unserem Scanner neue Pflanzen, Tiere und unbekannte Objekte zu analysieren.
Das Hauptziel bleibt jedoch, den Planeten so bewohnbar wie möglich zu machen und jegliche Gefahren zu neutralisieren. Das Abschießen von Nebenquests, das Ausschalten von feindlichen Lagern und das Abwerfen von Versorgungskapseln steigert die Lebensfähigkeit nur um wenige Prozent. Das Hauptproblem sind nämlich meist das Klima und die Wetterverhältnisse. Auf so gut wie jedem Planeten gibt es alte Reliktgewölbe, welche allem Anschein nach das Wetter und Klima negativ beeinflussen. Ich will jetzt nicht so viel verraten, jedoch könnt ihr euch bestimmt denken, dass wir in diesen Gewölben einiges zu tun haben, um das Ganze wieder gerade zu biegen. Sobald ein Planet eine Lebensfähigkeit von 40% erreicht, können wir einen Außenposten errichten. Dort können wir bei Bedarf handeln und neue Nebenaufgaben entgegennehmen. Apropos Nebenaufgaben. Es gibt unzählige sekundäre Aufgaben und Nebenquests. Und einige sind leider eher nervig als unterhaltsam. Des Öfteren müssen wir Vermisste suchen, bestimmte Objekte finden oder die Spielwelt nach Sammelobjekten absuchen. Da diese Nebenaufgaben meist nicht mehr als ein wenig Erfahrung geben, ist es meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, diese einfach nicht weiter zu beachten. Normale Quests sind dafür zum Großteil recht interessant gestaltet und bringen teilweise auch die Story in kleinem Maßen voran. Auch hier müssen wir manchmal Entscheidungen treffen, die sich im Nachhinein sowohl positiv als auch negativ auswirken können. Kurz gesagt lohnt es sich, den Großteil der Quests abzuschließen, solange sie sich nicht in der Kategorie zusätzliche Aufgaben befinden. Überall stoßen wir auf Gefahren, seien es Cat, aggressive Tierarten, einfache Relikte, Abtrünnige der Initiative oder riesige Architekten. Da uns jedoch zwei beliebige Crewmitglieder zur Seite stehen, sollten wir meistens gut gewappnet sein. Es ist möglich, bis zu 4 Waffen mit uns zu führen. Dabei können wir auf eine Reihe von Pistolen, Maschinenpistolen, Schrotflinten, Sturmgewehren und Präzisionsgewehren zurückgreifen. Dazu kommen verschiedene Kräfte, welche sich freischalten lassen. Diese sind in 3 Kategorien aufgeteilt: Kampf, Biotik und Tech. In jeder Kategorie gibt es verschiedene Arten von Kräften, welche uns einen Vorteil im Kampf verschaffen. Hier kann sich also jeder nach eigenen Präferenzen und Vorlieben austoben. Wir sollten jedoch bedenken, dass wir insgesamt nur 3 Kräfte ausgewählt haben können. Das klingt vor allem im Vergleich zu den Vorgängern nach wenig, ist aber verständlich, da die meisten Kräfte gerade auf den höheren Stufen ziemlich stark sind. Neben unseren eigenen Fähigkeiten und Kräften können wir aber auch unsere Begleiter aufleveln. Auch sie haben Kräfte und passive Verbesserungen, die freigeschaltet werden können. Das Gute hierbei, alle Mitglieder unserer Crew leveln gleich auf, auch wenn sie sich gerade nicht in unserem Truppe finden. Die KI ist meistens recht gut, die Gegner gehen regelmäßig in Deckung, wechseln die Position und versuchen uns zu umzingeln. Manchmal rennen sie aber auch einfach stumpf auf uns zu und sind somit meist nicht mehr als Kanonenfutter. In seltenen Fällen setzt die KI auch ganz aus und reagiert erst gar nicht auf uns. Wenn sie aber funktioniert, bin ich mit der KI insgesamt sehr zufrieden. Falls wir neue Waffen, Rüstungen oder Verbesserungen für unseren Nomad freischalten wollen, müssen wir zu einer Forschungsstation. Dort lassen sich mit verschiedenen Forschungspunkten neue Objekte erforschen. Die unterschiedlichen Forschungspunkte erhalten wir beim Scannen von unbekannten Objekten und Lebewesen. Je nach Herkunft dieser gescannten Objekte erhalten wir dementsprechend Forschungspunkte. Um erforschte Objekte auch benutzen zu können, müssen wir sie anschließend noch entwickeln. Hierfür brauchen wir jede Menge Rohstoffe, welche sich auf dem Planeten finden lassen. Entweder sammeln wir sie direkt ein, finden sie in Behältern oder nutzen in rohstoffreichen Gebieten Abbaudrohnen, welche sich mit unserem Nomad absetzen lassen. Alternativ können wir sie natürlich auch bei Händlern erwerben. Neben den eben erwähnten Forschungspunkten erhalten wir jedoch auch durch das Abschießen von Quests und dem Steigern der Lebensfähigkeit Andromeda-Punkte. Wenn wir genügend von ihnen gesammelt haben, werden wir mit einem Kryokapselpunkt belohnt. Damit lassen sich einige sehr nützliche Boni freischalten, welche sich nach einer bestimmten Zeit einsammeln lassen. Dies können Credit- und Rohstofflieferungen oder auch einfach passive Verbesserungen sein. Da ich nun die wichtigsten Aspekte des Gameplays angesprochen habe, würde ich sagen, dass wir uns nun das Erscheinungsbild von Mass Effect Andromeda ansehen. Und hier kommen wir direkt zur größten Schwäche des Spiels. Das Spiel sieht insgesamt wirklich richtig gut aus, solange wir uns in Third Person durch die Spielwelt bewegen. Doch sobald wir in einen Dialog verwickelt werden und wir die Gesichter der Spielfiguren vom Nahen sehen, werden wir von den ulkigsten Gesichtern begrüßt, welche ich seit langem in einem Spiel gesehen habe. Zu den leblosen Augen kommen die furchtbaren Gesichtsanimationen, welche in den meisten Fällen so gut wie keine Emotionen vermitteln, sondern eher grenzdebil wirken. Und das ist so schade, da der Rest des Spiels wirklich sehr ansehnlich ist. Die Frostbite Engine zaubert nämlich eine hochgradig atmosphärische und detailreiche Spielwelt auf den Bildschirm, welche vor allem durch eine gute Beleuchtung, scharfe Texturen und schöne Partikeleffekte überzeugt. Die Planeten sind abwechslungsreich und vielseitig und bieten je nach Umgebung eine interessante Fauna und Flora, welche es zu entdecken gilt. Auch die Reliktgewölbe sind allein vom Artdesign her allererste Sahne. Sie lösen in einem diesen gewissen Mix aus Faszination und Spannung aus. Der Sound ist ebenfalls hervorragend. Die Soundkulisse ist meistens sehr gut gelungen. Die unvertrauten Umgebungsgeräusche, die uns beim Entdecken neuer Planeten beschallen, tragen einiges zur Atmosphäre bei. Der Soundtrack an sich ist auch sehr passend, jedoch finde ich, dass allgemein Hintergrundmusik zu selten eingesetzt wird.
Die deutsche Synchronisation ist bestenfalls solide. Auch wenn die meisten Sprecher grundsätzlich einen guten Job machen, sind manche Dialoge sehr dick aufgetragen und fühlen sich ein wenig erzwungen an. Das scheint aber wohl eher am Writing zu liegen, denn die englische Synchronisation ist ausnahmsweise ebenfalls eher durchschnittlich. Ich denke aber, so langsam ist es Zeit für mein Fazit. Mass Effect Andromeda ist ein aufregendes Sci-Fi-Abenteuer, das dank der guten Story, den vielseitigen Planeten und dem spaßigen Gameplay für jede Menge Stunden guter Unterhaltung sorgt. Jedoch sind für meinen Geschmack zu viele Sammelquests enthalten, welche den Eindruck machen, nur dafür da zu sein, um das Spiel zu strecken, was meiner Meinung nach vollkommen unnötig ist. Da sie aber optional sind, ist das nicht weiter schlimm. Während die gute Grafik und Soundkulisse eine hervorragende Atmosphäre aufbringen, welche uns direkt ins Spielgeschehen eintauchen lässt, bewirkt die schlechten Gesichtsanimationen manchmal leider genau das Gegenteil und ziehen uns aus dem Spielgeschehen heraus. Insgesamt lässt sich also sagen, dass wir hier ein sehr gutes Spiel serviert bekommen, das der ein oder andere letzte Feinschliff sicherlich noch gut getan hätte. Wer also Fan der Mass Effect Reihe ist oder generell ein Science-Fiction-Enthusiast ist, der sollte jede Menge Spaß mit dem Spiel haben. Wer jedoch eher weniger auf Open World steht und leicht von schlechten Animationen abgeschreckt ist, der sollte sich doch eher zweimal überlegen, ob er wirklich Spaß mit dem Spiel haben könnte. Falls ihr nun aber auch in der Andromeda-Galaxie eine neue Heimat suchen wollt, dann solltet ihr euch Mass Effect Andromeda bei MMOGA wie immer zum besten Preis erwerben. Und damit bin ich raus, bis zum nächsten Mal, macht's gut! MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.